Gedämpfter Teifisch, zitronenwürzig zubereiten, ca. 50:1 pro Portion, ca. 255 Kilokalorien für 4 Personen, 2 bis 3 junge Zucchini, Klammer auf ca. 400 Gramm, Klammer zu, 1500 g kleine, festkochende Kartoffeln, 1 Salz, 1 Pfeffer, 4 Fischfilets, Klammer auf ca. 150 Gramm, zum Beispiel Rotbarsch, Lachs, Klammer zu, eine Stange Zitronengras, 1-2 Knoblauchzehen, ein Stück Ingwer, Klammer auf ca. 2 cm, Klammer zu, 1-2 Esslöffel Limettensaft, 2 Esslöffel Öl, 1-2 Esslöffel Fischsoße, 1-1 Biolimette, außerdem, Dämpfeinsatz, 1 die Zucchini waschen, putzen, in dünne Scheiben schneiden, die Kartoffeln waschen, schälen und in dünne Scheiben hobeln, diese in kochendem Salzwasser garen. Abgießen und abtropfen lassen. Die Kartoffel- und Zucchini-Scheiben dachziegelartig in den Dämpfeinsatz schichten. Salzen und pfeffern. Die Fischfilets kalt abspülen, trocken tupfen und darauf legen. 2. Das Zitronengras waschen und putzen. Den hellen Teil klein würfeln. Knoblauch und Ingwer schälen und fein hacken. Mit Zitronengras, Limettensaft, Öl und Fischsoße verrühren. Über die Filets träufeln. Limette heiß waschen, trocknen und in dünne Scheiben schneiden. Auf den Fisch legen. 3500 ml Wasser im Wok erhitzen. Dämpfeinsatz einsetzen und den Fisch zugedeckt bei starker Hitze ziehen, bis dämpfen.